Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Und okay, ich höre auf mit dem Scheiß. Wir laden wieder Castlevania. Das ist wohl besser. Castlevania! Yay! Yeah, und wir haben genau hier letztes Mal aufgehört. Okay. Null Leben! Wie komme ich sicher die Treppe runter? Oh yeah. Gleich erstmal einen schönen Move. Ich wollte schönen Move sagen, habe ich gesagt, aber... Ja, egal. Dann machen wir das Schiff halt nochmal. So. Runter. Und jetzt müssen wir da schon... Wo sind wir? Ja, wir sind schon wieder hier. Und den überspringen wir diesmal. Zeitstoppuhr, wollte ich die wirklich haben? Herz. Okay, Grant. Wie willst du ihn zerstören? Jetzt! War grottenschlecht. Grottenschlecht. Au! Die schmerzen mir. Bäm. Jetzt! Oh Gott! Wie grauenhaft war das. Jetzt wieder den nehmen. Am Anfang einmal das Peitsche aufbauen. Die Peitsche. Aber jetzt kann ich wieder ihn nehmen. So, wenn ich diesmal die Stoppe finde, gebe ich dir diesmal Simon. Weil so kann ich das ja auch ausnutzen. Dass ich zwei Charakter hab. Ich. Warum hat er so einen kleinen Dolch? Und er wurde schon wieder tausendmal getroffen. Yep, Stoppuhr, die kriegt erstmal Simon. So. Und das ist auch gut. Und jetzt bleibe ich sogar gleich bei ihm. Bam. Bam. Komm, halten wir die Zeit an. Ich kann... Okay, ich kann irgendwie viel langsamer hauen, wenn die Zeit angehalten ist. Hahaha. Da klettert man dann einfach hoch, würde ich mal sagen. War ich doch nicht schon mal? Ich weiß es gerade nicht. Großes Herz. Nee, 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 nee. So, und was gibt's hier? Ach doch, hier war ich tatsächlich schon mal. Geister. Die drei Treffer brauchen. Okay. Messer will ich nicht eigentlich nicht haben. Du brauchst mir viel zu viel Treffer. Wow, oh mein Gott. Ja, alles kaputt hauen. Stirb. Recht. Oh Gott. Scheiß Optimist bin ich. Hey. Und. So. Drecks. Und nochmal von vorne. Juhu. Okay. Den ganzen Kram nochmal machen. Warum denn auch nicht? Au! Oh Gott! Ja, komm. Stirb! Und stirb und... Ja, haha! Ja, genau, hier wollte ich am Anfang Simon nehmen. Bäm. Jetzt bleibe ich doch gleich bei ihm. Oh. Axt. Okay. So und volle Peitschenpower. Hey. Ah, wollte ich nicht. Man kann nicht sagen, dass ich das haben wollte.
Ja, bei dir nehme ich wieder die Stoppuhr. Ist wohl irgendwie... Ah, jetzt habe ich... Dazu sage ich nichts. Und ich fange auch wieder hier. Oh ja, Gott. So, jetzt mal anstrengen ausnahmsweise. So, und alles nehmen. Wir nehmen alles. Wir plündern dieses komische Schiff. Geisterschiff. Piratenschiff. Was auch immer. Pum. So, die nimmst du, Grant. Dann hast du auch was zu tun. Zu tragen. So, du hast jetzt die Stoppuhr. Dann stoppst du auch mal die Zeit. Am besten, wenn er weit weg ist. Genau. Hey, hey. Die Zeit hält ja sowas von kurz an. Haha! Herz. Nein, das wollte ich nicht. So, genau. So, was kam jetzt? Für den Gegner nehme ich halte einfach mal schnell die Zeit an, wenn der Gegner erscheint. Und hier kann ich dich weghauen. Genau. Oh, schon wieder den Kack. Au. Ah, weggehauen, gut. Das war irgendwie knapp, komischerweise. Haha, haha. Stirb. Ja, ich gehe diese Treppe diesmal runter. So, da komme ich leider nicht ran. Oh Gott, diese... Wow, das ist genial. Stirb. Oh. Jetzt schnell hoch. Geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg. Gehst du wohl aus dem Weg? Okay, dieses Messer ist anscheinend gar nicht so schlecht für diesen Grant. Da er auch von den ganzen Wänden werfen kann. Wenn ich hier richtig sehe, kann ich hier eine große Abkürzung nehmen. Oder auch nicht. Doch. Mal gucken, was ich übersprungen habe. Okay, mehr will ich gar nicht wissen, außer dass es relativ... dieser Raum erinnert mich sehr stark an einen Raum, der in Castlevania 1 drin war. Nur, dass hier keine Medusa jetzt kommen. Oder kommen die vielleicht? Ja, also ich interessiere mich hier gerade für einen Raum, der mich eigentlich gar nicht so was angehen sollte, weil ich ihn gecheatet habe. Und da soll ich eigentlich was Tolles ranfinden. Aber okay, ich gehe einfach weiter jetzt. Der Raum sieht leer aus. Oh, och nö. Och nö. Ja, Mario Bros. Oder was? Yay. Treffe. Hep und hep. Und hep und hep. Oh, oh, geschafft. Oho, hätte ich gar nicht erwartet. Da ist nichts. Ich habe noch 2 Leben und das Level habe ich schon ziemlich weit geschafft. Okay, da sieht mir was sehr verdächtig aus. Ich frage mich nur, wie ich da wieder zurückkomme. Ich kann doch bestimmt von... Ein Ab, okay. Ha, ha, ha. Gut. Okay, wollte es mir holen. Ich wollte es mir holen. Auch wenn ich nicht zurückkomme, dann hätte ich vor allem Energie beim... Medusa. Gott, Boss kommt jetzt, oder was? Aber darum geht's, danach geht's noch weiter, oder wie? Wow, versteinert! Medusa hat mich versteinert, nein! Oh Gott, die hat mich versteinert, schon wieder. Und ich kann hochschießen. Oh Gott, ich bin tot. Hier wieder. Leck mich fett. Erbärmlich. Erbärmlich verkackt gerade. Nachdenken ist schon was Schweres.
Ja, das mache ich. Wow! Schock! So, Messer. Gut so. Treppe hoch. Und hepp. Na. Stirb. Ja, doch, die will ich haben. Das Herz will ich haben. So, und jetzt hole ich mir diesmal das Leben da. Wenn ich gegönnt habe, dann lohnt sich das auch, dieses Leben dazu holen. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich diesen Sprung schaffe. Aber ob ich diesen Sprung schaffe, dann seht ihr beim nächsten Mal bei Let's Play Castlevania 3. Dracula's Curse. Blood.